Anlässlich der vergangenen Tagen, in denen sich ja die Frage nach dem Leveln eines Tiergefährten gehäuft hat und Tom einen kleinen Guide zur Zeichenmenagerie erstellt hat, das sogenannte Death Leveling, möchte ich euch eine kleine andere Methode vorstellen. Weniger rabiat, etwas langsamer und euch werden Drops zu gewiss. Ist auch ein bisschen fordernder, muss ich zugeben. Und es kann auch was schief gehen. Wobei, wenn man sich ein bisschen zurückhält und die Gegner beobachtet, soll es eigentlich kein Problem sein. Ihr werdet nicht der Death-Level-Zähler gespeist, sondern euer Tier greift direkt in den Kampf ein. Wir befinden uns im Schurkenhügel, das ist Tore von Krüder raus. Hard-Modus, Tiergefährde Stufe 5, Gegner Stufe 24, kein Problem. Um kurz auf die Fertigkeiten einzugehen: erzürnter Ausfall, Schaden, tiefe Wunde, Giftbiss, konstanter Schaden, Aasfresserschlag, Schaden, Mana-Management, Ruf des Schutzes, Schadensreduzierung, Ottokis Schrei, Rüstung und der nicht geblockt werden Status, der hier allerdings relativ irrelevant ist. Symbiotisches Band, auch Schadensreduzierung. Heilender Hauch, um die negative Auswirkung von symbiotisches Band auf euch zu negieren und Tier erquicken. Sache ist die, die Fertigkeiten sind eigentlich relativ flexibel. Sobald das Tier Stufe 10 erreicht hat, kann man zum Beispiel hier den Ottokis Schrei und das symbiotische Band und den heilenden Hauch kann man entfernen. Alternativen, Waffe des großen Zwerges und was euch so einfällt, Schaden, Hauptsache. Ist eigentlich keine große Sache. Man muss halt ein kleines bisschen Ahnung haben vom Pet Control. Das Pet-Fenster aktivieren, Gegner anvisieren. Ihr müsst ein bisschen zurückbleiben, weil das Tier wird den Schaden machen, nicht ihr. Um auf die Gegner einzugehen, die Mergolds, Wasserelementarmagier, ein bisschen Erdmagie ist auch noch dabei. Ihr Schaden beruft sich eigentlich lediglich auf umgehender Schaden. Das heißt, die werden Schaden machen, sobald sich ein Gegner nähert, also in unmittelbare Entfernung zu denen kommt. Da das Tier nur bei denen steht und durch die Skills hier guten Schutz hat, kann da eigentlich kaum etwas passieren. Sobald ihr Aggro bekommt, werdet ihr gestäbelt werden, was allerdings nicht tragisch ist. Heilender Hauch negiert das relativ gut und es kann eigentlich kaum etwas passieren. So, dann schalten wir uns einfach mal in den Kampf ein. Skills aktivieren, Pet reinlassen, viel Spaß damit. Es ist schon beeindruckend, was so ein Stufe 5 Tiergefährte an Schaden machen kann. Es ist natürlich klar, sobald der Tiergefährte stärker wird, wird auch der Schaden dementsprechend höher. Gleichzeitig levelt's aber auch ein bisschen langsamer. Dennoch, es geht relativ fix, die Gegner zu killen. Drops werden euch zugute geschrieben. Und normalerweise mit 3, 4 Gegnern ist schon die erste Stufe gemeistert. Es ist, wie bereits erwähnt, wesentlich langsamer als das Zeichenmenagerie Death Leveln. Der Vorteil, ich wiederhole es nochmal, ihr habt Drops, es ist nicht ganz so langweilig, es ist fordernder. Also mir persönlich macht das mehr Spaß. Wobei zugegeben, ich habe meine Tiergefährten über Baldassar-Punkte freigeschaltet. Ruckelt ein bisschen. Mein Computer ist nicht für Videos geeignet, muss ich zugeben. So, und voilà, Stufe 5, 6.
Was ihr vermeiden solltet, ist direkt an die Gegner heranzutreten, weil ihr dann euch die Skills hier fangt. Da seht ihr es schon. Das solltet ihr auf jeden Fall vermeiden. So, Voltage Drops einsammeln. Gleichzeitig sei noch gesagt, hier hat es jetzt noch zwei, drei Gegnergruppen. Gleichzeitig aber auch noch Skale. Die Skale solltet ihr besser nicht herausfordern. Das wird schief gehen. Beziehungsweise geht später schon auf einem gewissen Level. Und man braucht halt auch ein bisschen Erfahrung, sonst wird das nichts. Und ansonsten, wie gesagt, es geht relativ fix. Nicht so schnell wie das Zeichenmenagerie-Dev-Leveln. Aber Drops sind euer und es macht Spaß.